Es gibt eine Sache, die weiß auch jeder Fischer, die hat sich nicht geändert seit der Kindheit. Das ist, wenn man weiß, man geht am nächsten Tag fischen, schläft man schlecht, ist die ganze Zeit nervös und in der Früh steht man so bald auf, wie es geht, wie man darf. Und endlich darf man aussehen in die Morgenluft, auf den See, auf Donau, wo auch immer hin. Und der Moment am Beginn eines Tages, der gibt dir Kraft, dass du den ganzen Tag durchziehst, auch ohne Fisch, ohne Biss. Und am Ende vielleicht nur deinen Fisch fangst. Wenn wir da in der Früh rausfahren und ich schaue auf den Berg, höre die Vögel zwitschern, sehe den Nebel nur auf dem Wasser, oder dann ist es bei mir vorbei, dann schalte ich an, dann weiß ich, okay, heute ist einfach nur ich und der See. Da ist nichts rund um mir, da ist nicht mehr, was gestern war, was vielleicht nächste Woche zu machen ist. Sondern heute, da zählt nur das jetzt. Die Gemeinschaft ist schon lustig, sage ich mal, das, der Austausch und die Gesellschaft und das gehört schon zum Fischen auch dazu, sage ich mal. Also da ist in einer Gemeinschaft auch richtig lustig zum Fischen, wenn du wirklich solche super Leute eigentlich benannt hast, ja. Also ich finde das schon super und so, weil du kommst zusammen und Fischen ist ein Geben und ein Nehmen und man kann ja von anderen Leuten was lernen. Und ich bin auch einer, ich schaue mir auch das gerne von anderen an, wie die fischen. Und es ist auch nett, mit Fremden mal zusammen und ein wenig ratschen und fischen. Also das ist schon super. Allerschönste bei dem Ganzen ist einfach das. Du bist einfach da draußen in der Natur mit deinen Freunden, hast eine wunderbare Zeit am Wasser und das ist einfach mehr wert wie der allergrößte Fang.